Moin Moin, heute nehme ich euch mit bei einem Projekt, was so ein bisschen aus der Not rausgeboren ist und dann überraschenderweise doch ziemlich cool war. Und zwar hat sich meine Mutter das Bein gebrochen, aber es ist schon ein bisschen länger her, ist mittlerweile wieder verheilt, wie ihr an meinem Klamottenoutfit sehen könnt, und hatte dann natürlich das Problem, was sie mit ihren Pferden macht, wenn sie 6 bis 8 Wochen nicht reiten kann. Und daraus ist ein bisschen die Idee gesponnen, dass wir mit Locke, das ist unser Shire-Hengst, den ihr hier auch im Video seht, vielleicht mal anfangen können zu springen, denn das kann einem Pferd ja erstmal nicht schaden, sondern nur einen Mehrwert bringen. Und dass er dann vielleicht auch im Springlehrgang mit einem Reiter mitlaufen kann. Deswegen habe ich dann einfach mal angefangen, habe mich auf das Tierchen draufgesetzt. Also Locke war an sich schon an der Longe schon mal über Cavaletti gelaufen und über Trabstangen, aber jetzt noch nie unter einem Reiter irgendwie über den Sprung gegangen. Ich bin ihn erstmal Schritt, Trab, Galopp warm geritten. Aber ich muss sagen, ich habe mich schon hier in dieser ersten Einheit noch super unwohl irgendwie gefühlt. Ich meine, das Tier ist irgendwie 1,80 Meter groß. Das hat extrem viel Masse und es ist halt ein Hengst. Ich meine, er ist jetzt nicht besonders hengstig, aber er blubbert halt schon mal Richtung Stuten. Und deswegen habe ich mich hier am Anfang auch jetzt nicht wirklich getraut, hier wild durch die Gegend zu galoppieren, sondern wollte jetzt irgendwie erstmal in der ersten Einheit einfach mal gucken, was macht der denn, wenn ich gegen ein Kreuz reite. Das hat man gerade schon sehr gut gesehen. Aus dem Trab hoppelt er irgendwie drüber, aber aus dem Galopp war er so, oh Gott, was ist das? Da liegt was in meinem Weg. Und das war ja auch fürs erste Mal vollkommen okay. Ich muss so ein Pferd immer erstmal einmal reiten, damit ich einfach erstmal weiß, was der Ist-Zustand ist. Und dann kann ich mir einen Trainingsplan aufbauen, weil dann weiß ich, was geht nicht, woran muss man arbeiten, woran muss man auch dressurmäßig arbeiten. Und deswegen finde ich so diese erste Bestandsaufnahme echt wichtig, auch wenn sie jetzt vielleicht irgendwie für euch ein bisschen unspektakulär ist. Jetzt habe ich dann auch mal den Gang gefunden, aber ihr seht schon, er ist dann schon sehr so, da liegt was in meinem Weg. Ich habe es auf der linken Hand dann auch gut sein lassen, weil er ist jetzt erstmal aus dem Galopp drüber gesprungen, dass das jetzt noch nicht die perfekte Springmanier war und alles sehr schwankend. Da brauchen wir gar nicht drüber zu reden, das definitiv. Aber es ging ja jetzt auch nicht darum, irgendwie in einer Einheit ihm das Springen beizubringen, sondern erstmal zu gucken, ja, wie finden wir den überhaupt zusammen? Und ich muss sagen, der ist so viel Pferd. Also ich würde mir niemals so ein Pferd holen, bin ich ganz ehrlich. Also ich bin ja jetzt auch nicht gerade klein oder schmächtig oder so, aber ich hatte so viel mit meinem Sitz einfach zu tun, dieses Pferd einzurahmen und bei mir zu halten. Also das, ja, weiß ich nicht. Der sieht imposant aus und der macht auch an sich ja eine relativ schöne Dressur so. Vor allem für den Deckhengst, die ja jetzt erstmal nicht hauptsächlich geritten werden. Aber ja, obwohl ich wirklich sagen muss, dass er mir über die Zeit echt ans Herz gewachsen ist, weil er wirklich irgendwann angefangen hat, für seine Rasse, sage ich jetzt mal, einen ganz guten Sprung zu machen. Aber ich will ja noch nicht spoilern. Das war jetzt erstmal die Bestandsaufnahme. Dabei haben wir es an dem Tag auch sein lassen. Und dann habe ich in der nächsten Einheit angefangen, erstmal mit Trabstangen und dann auch mit Galoppstangen. Einfach das Ganze erstmal auf eine Basis stellen. Das hat er erstmal auch brav gemacht. Also er hat jetzt nicht groß Mühe gegeben, diese Stangen irgendwie passend zu treffen, aber er ist da zumindest erstmal gerade drüber galoppiert. Das hat ja davor bei dem Kreuz eben schon nicht geklappt. Da war er so Gott Stange und fing an, sehr schwankend zu werden. Dann habe ich das Kreuz wieder dazugenommen. Das war jetzt auch schon wesentlich weniger schwankend. Also da war ich schon sehr begeistert. Da ist er viel gerader geblieben. Und dann wollte ich mir das Ganze so ein bisschen zusammenbasteln als Parcours. Einmal die Galoppstangen, dann eben das Cavaletti. Hier wollte er nicht so richtig in die Ecke rein. Und Cavaletti hat er so überhaupt nicht ernst genommen. Es war so, oh, kann ich das durch die Gegend schmeißen? Und dann haben wir da hinten mal einen kleinen Steilsprung reingemacht, weil es als Kreuz ja super funktioniert hat. Aber auch hier, es ist auch einfach eine Konditionsfrage. Also am Anfang, als ich angefangen habe, ihn zu reiten, gefühlt ist er 1 Meter galoppiert und dann ist er nicht mehr galoppiert und war so, okay, fertig. Wir haben jetzt den Steilsprung nochmal nur einzeln gemacht, aber er hat halt irgendwie immer so gar nicht richtig versucht abzuspringen, sondern er ist halt immer so drüber galoppiert. Und deswegen habe ich gedacht, legen wir doch mal was drauf. Eine Jacke war es jetzt in dem Fall, das hatten wir zur Hand, dass er mal ein bisschen mehr hinguckt. Und ich muss sagen, er war jetzt erstmal kurz so, oh mein Gott, da liegt was. Deswegen bin ich nochmal aus dem Trab drüber. Aber das war bei dem Pferd wirklich der Schlüssel. Weil der hat sich am Anfang überhaupt keine Mühe gegeben, den Sprung als Sprung wahrzunehmen. Er hat einfach alles umgerammt. Aber wenn wir was drüber gelegt haben, dann hat er einfach begriffen, was sein Job ist. Und jetzt, das ist eine Einheit später, waren wir so geflasht von ihm, weil ich bin jetzt hier, jetzt war meine nächste Übung, einfach auf den Zirkel in Cavaletti mitzunehmen. Und guck mal bitte, wie geil er das gemacht hat. Also er hat es dann wirklich für sich begriffen, dass da ein Hindernis ist und dass er da drüber springen soll. Und da, also das fand ich schon echt Masterklasse, muss ich sagen. Er hat jetzt auch richtig schön hingezogen. Er hat jetzt hier nicht gewechselt, ist auch gar nicht schlimm. Aber ich fand, das war so eine krasse Entwicklung. Also ich war total begeistert, weil das also verglichen mit der Einheit davor, wo mir wirklich das Cavaletti ein paar Mal dann durch die Gegend geschossen hat und sich einfach grundsätzlich gar nicht die Mühe gemacht hat, die Füße zu heben und drüber zu springen, weil das halt auch nicht sein Naturell ist, sage ich jetzt mal, war das so eine krasse Meisterentwicklung. Also da waren wir alle echt geschockt. Und es hat sich halt auch auf seinen ganzen Galopp irgendwie so positiv ausgewirkt. Ja, Rechtsgalopp ist seine schlechtere Hand.
Aber so der ganze Galopp ist einfach auch flüssiger geworden und fleißiger und mehr bergauf. Also das war echt bei dem, ja, was man halt nicht machen darf, ist ihn loben, weil sobald du sagst, ja super, pariert er durch. Er ist dann so, okay, Job getan, Pause. Also das war schon ein bisschen bezeichnend. Aber ich bin jetzt hier viermal über das Cavaletti, jetzt ist er so leicht daran gerumst, aber er ist jedes Mal gesprungen und hat sich echt da Mühe gegeben. Also ich war ganz begeistert. Jetzt haben wir hier, glaube ich, das Kreuz wieder gemacht. Erstmal wieder aus dem Trab, da habe ich so weiße Bloppel drunter gelegt, weil das ja bei ihm sich irgendwie ausgezahlt hat. Okay, ich bin gleich aus dem Galopp, gleich aus dem Galopp. Aber auch hier, guckt bitte, er ist da so voll hin, hat so einen richtig schönen Sprung gemacht. Also ich war vollkommen begeistert an dem Tag. Ich war voll so, okay, what's los? Ich meine, ja, das ist jetzt nicht, ne? Wir wissen alle, dass das ein Shire Horse ist und kein Springpferd. Und wir wissen auch alle, dass er auch dressurmäßig noch einiges passieren muss und er wird auch nicht jetzt mein nächstes Turnier fährt, aber ich meine, guckt euch das an, wie krass, oder? Dreimal springen und plötzlich macht er dann einen richtigen Sprung, also ich fand es schon richtig krass und es, man hat auch gemerkt, dass es ihm dann irgendwie auch Spaß macht, als er so verstanden hat, was sein Job ist, hat ihm das irgendwie auch richtig Spaß gemacht. Jetzt haben wir wieder einen Steilsprung rausgemacht, ja, hier habe ich den Rechtsgalopp nicht reingekriegt, das war mir dann jetzt auch Wurst, weil jetzt war ich eh schon direkt vorm Sprung, aber auch hier, der hat einen richtigen Sprung über den Steilsprung gemacht. Wenn ich das jetzt mit der Einheit davor vergleiche, finde ich, ist das halt einfach irgendwie krass, dass man so einem Pferd, so einem großen, dicken, schweren Pferd, was am Anfang irgendwie so gar nicht begriffen hat, was der Job ist, das beibringen kann. Ja, jetzt war am Ende so ein bisschen die Kraft weg. Ich wollte aber ganz gerne nochmal einen Oxer probieren. Und das hat er dann auch gut gelöst, aber die Kraft war dann einfach weg. Ich finde es super cool, zeigt mir einmal mehr, dass jedes Pferd springen kann und dass auch jedem Pferd Spaß machen kann. Und ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.